mal ehrlich, wer von uns hat nicht schon mal darüber nachgedacht, ob das Universum uns zu unserer großen Liebe führt? Heute sprechen wir über genau das. Wie erkennt man die kleinen, aber aussagekräftigen Hinweise, dass die wahre Liebe vielleicht schon vor der Tür steht? Unsere heutige Unterhaltung dreht sich um die Einsichten von Dolores Cannon, einer wahren Koryphäe auf dem Gebiet der spirituellen Führung und Seelenverbindungen. Ihre tiefgreifenden Ansichten zur Seelenreise sind unsere Inspiration, um zu erforschen, wie das Universum uns vielleicht zu unserem vorherbestimmten Partner leitet. Das Verständnis dieser Zeichen kann unser Leben komplett umkrempeln und uns einen tieferen Einblick in unsere eigenen Lebenswege und die seelischen Verbindungen geben, die wir eingehen sollen. Heute wollen wir euch dabei unterstützen, diese Zeichen des Universums in eurem Leben zu erkennen. Ob durch Zufälle, Träume oder jenes unverwechselbare Gefühl der Vertrautheit, das Universum hat seine ganz eigene Art und Weise, uns zu unserem Seelenverwandten zu führen. Fangen wir an mit Zeichen Nummer 1, wiederholte Begegnungen. Stellt euch vor, ihr trefft immer wieder dieselbe Person und das an den ungewöhnlichsten Orten. Zuerst denkt man an Zufall, aber da steckt mehr dahinter. Cannon ist überzeugt, dass diese Begegnungen kein Zufall sind, sondern vorher bestimmte Zusammenkünfte, die in unseren spirituellen Weg eingewoben sind. Ihre Forschungen zu früheren Leben und Seelendynamik deuten darauf hin, dass diese Begegnungen Wegweiser sind, die vor unserer Geburt festgelegt wurden, um uns zu wichtigen Menschen in unserem Leben zu führen. Plötzlich erscheinen zufällige Treffen als vom Schicksal bestimmt. Cannons Forschungen sind voller Beispiele, bei denen solche glücklichen Zufälle zu bedeutsamen Beziehungen führten, ob romantisch, platonisch oder spirituell. Wie die Geschichte zweier Menschen, die sich immer wieder in verschiedenen Städten und Ländern trafen und eine seelentiefe Verbindung fanden, die Zeit und Raum überstand. Diese Begegnungen sind laut Cannon der Weg des Universums, uns auf unserer wahren Seelenreise zu leiten. Nun zu Zeichen Nummer 2. Kein Druck, sich zu binden. Das Universum, das dich mit deiner wahren Liebe zusammenbringt, zeichnet sich oft durch ein Gefühl der Gelassenheit und keinen Zwang aus, sich zu binden. Es passt zum Sprichwort, Liebe findet man, wenn man sie am wenigsten erwartet. Wenn du dich damit abgefunden hast, dass der oder die Richtige zur rechten Zeit kommt, ohne äußeren Druck oder gesellschaftlichen Erwartungen nachzugeben, ist das ein gutes Zeichen, dass du im Einklang mit dem Plan des Universums bist. Cannon betont die Bedeutung des göttlichen Timmings in unserem Leben. Ein entspannter Ansatz, Liebe zu finden, ermöglicht persönliches Wachstum und Glück und eröffnet die Tür zu unerwarteten, wundervollen Begegnungen. Dieser Mangel an Dringlichkeit ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Universum deine Liebesgeschichte nach seinem eigenen perfekten Zeitplan schreibt. Und schließlich Zeichen Nummer 3. Das Interesse an unpassenden Partnern verlieren. Dieses Zeichen dreht sich um eine Veränderung in deinen Beziehungsmustern. Wenn wir uns weiterentwickeln, verändern sich unsere Bedürfnisse und Ansichten in Beziehungen grundlegend. Wenn du merkst, dass du das Interesse an Partnern verlierst, die nicht zu deinem Weg passen, ist das ein klares Zeichen deines persönlichen Wachstums und der Entwicklung deiner Seele. Es ist, als würde das Universum dich auf den Menschen vorbereiten, der wirklich zu dir passt. Also, während wir uns durch diese Zeichen arbeiten, denkt daran, vielleicht führt euch das Universum gerade zu jemand ganz Besonderem. Lasst uns gemeinsam diese Ideen erkunden und herausfinden, was das Universum eurem Herzen vielleicht zuflüstert. Jetzt geht's weiter. Wir tauchen ein in die Idee, dass unsere Seelen, wie Dolores Cannon es erklärt, auf ihrer spirituellen Reise ständig wachsen und sich entwickeln. Je mehr wir uns entwickeln, desto besser verstehen unsere Seelen, wonach sie in einer Partnerschaft suchen. Diese Entwicklung kann dazu führen, dass wir uns ganz natürlich von Beziehungen distanzieren, die nicht zu unserem Seelenzweck passen. Es ist, als würde unser innerstes Ich sich verfeinern, um mit jemandem in Resonanz zu gehen, der zu unserer spirituellen und emotionalen Reife passt. Das ist mehr als eine simple Veränderung der Vorlieben. Es ist ein Zeichen spirituellen Wachstums. Cannon meint, dass sich eine sich entwickelnde Seele natürlicherweise zu Verbindungen hingezogen fühlt, die nicht nur emotional, sondern auch spirituell bereichernd sind. Also, wenn du merkst, dass du das Interesse an oberflächlichen oder nicht unterstützenden Beziehungen verlierst, sieh es als gutes Zeichen.
Es zeigt, dass du mehr in Einklang mit deinem wahren Selbst und deinen echten Bedürfnissen in einer Beziehung bist. Dieses Zeichen ist eine Einladung zur Selbstreflexion und ermutigt dich, tiefer in das Verständnis deiner Seelenreise einzutauchen und dich mit deinem wahren spirituellen Pfad zu synchronisieren. Kommen wir zu Zeichen Nummer 4. Häufige Zufälle. Dieses Zeichen dreht sich um das Konzept der Synchronizitäten, die Canon als bedeutungsvolle Zufälle sieht, gesteuert vom Universum. Das sind keine reinen Zufälle, sie haben einen tieferen Sinn und dienen oft als Zeichen, dass das Universum mit uns spricht. Vielleicht begegnest du immer wieder derselben Zahl, demselben Namen oder demselben Symbol, oder du triffst wiederholt auf Hinweise zu einem bestimmten Ort oder einer Person. Das sind die feinen Wege des Universums, deine Aufmerksamkeit auf etwas Wichtiges in deinem spirituellen Leben zu lenken. Diese Synchronizitäten sind auf den Zweck unserer Seele abgestimmt und bieten uns Hinweise und Bestätigungen über unseren Weg und die Menschen, mit denen wir in Verbindung treten sollen. Wenn du diese häufigen Zufälle bemerkst, gibt dir das Universum einen Wink, auf die Richtung zu achten, in die es dich führt. Und schließlich Zeichen Nummer 5. Sofortige Wiedererkennung. Dieses Zeichen handelt von einer tiefen, sofortigen Verbindung zu jemandem, die weit über körperliche Anziehung oder intellektuelle Kompatibilität hinausgeht. Es ist eine Erkennung, die bis ins Innerste deiner Seele reicht. Canon vermutete, dass dies eine Erinnerung an Begegnungen aus früheren Leben sein könnte. Wenn wir auf eine bekannte Seele aus einem früheren Leben treffen, gibt es eine sofortige, tiefe Wiedererkennung, ein Gefühl unerklärlicher Vertrautheit und Komfort. Es ist, als würde man jemanden zum ersten Mal treffen, aber gleichzeitig das Gefühl haben, ihn schon ewig zu kennen. Diese Art von Verständnis und Komfort, die aus einer tiefen seelischen Verbindung stammt, fühlt sich oft vorherbestimmt an. Solche Begegnungen sind einmalig und ein klares Zeichen des Universums für eine tiefe, spirituelle Verbindung. Wenn wir uns diese Zeichen anschauen, ist es spannend zu überlegen, wie sie in unserem eigenen Leben auftreten könnten. Hast du irgendwelche dieser Signale des Universums in deinem Leben bemerkt? Lass uns diese Reise fortsetzen und entdecken, wie diese Erkenntnisse unsere Wege zur wahren Liebe und zu tiefen, seelenvollen Verbindungen erleuchten können. Diese umgangssprachliche und formelle Überarbeitung des zweiten Teils des Textes bewahrt den ursprünglichen Sinn und macht ihn gleichzeitig ansprechender und verständlicher für ein breiteres Publikum. Der Text vermittelt komplexe spirituelle Konzepte in einer zugänglichen und anregenden Weise, wobei er gleichzeitig Respekt und Tiefe beibehält, um ein breites Altersspektrum von 25 bis 50 Jahren anzusprechen. Durch diese Neugestaltung wird der Text lebendiger und faszinierender, ideal für Zuhörer, die sich für die tieferen Aspekte der Seelenreise und spirituellen Verbindungen interessieren. Also machen wir weiter und tauchen tiefer in die faszinierenden Ideen von Dolores Canon ein. Wir sprechen über die sofortige Wiedererkennung, die sie als mehr als nur Zufall ansieht. Es geht um Begegnungen zwischen Seelen, die in früheren Leben eng verbunden waren. Diese kraftvolle Bestätigung des Universums könnte bedeuten, dass die Verbindung eine wichtige spirituelle Bedeutung hat und eine Reise fortsetzt, die unsere Seelen schon seit vielen Leben führen. Nächster Halt, Zeichen 6. Innere Ruhe. Canon betonte, dass innere Ruhe nicht nur für unser Wohlbefinden wichtig ist, sondern auch entscheidend, um mit den richtigen Beziehungen in Einklang zu kommen. Innere Ruhe bedeutet hier ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und Selbstverständnis. Es zeigt, dass man persönliche Herausforderungen gemeistert hat und in einem Zustand des Gleichgewichts und der Selbstakzeptanz angekommen ist. In diesem Zustand zieht man Seelen an, die auf einer ähnlichen Frequenz schwingen. Diese Art der inneren Ruhe signalisiert oft, dass man bereit für eine bedeutungsvolle Beziehung ist. Man geht diese Beziehung nicht aus Bedürftigkeit ein, sondern aus einem Zustand der Fülle und Ganzheit, was die Beziehung gesund und seelenvoll gedeihen lässt. Canon empfiehlt Praktiken wie Meditation und Selbstreflexion, um innere Ruhe sowie persönliches und spirituelles Wachstum zu fördern. Weiter zu Zeichen 7. Träume. Dieses Zeichen entführt uns in die mystische Welt der Träume. Canon glaubte, dass das Träumen von jemandem, den man noch nicht getroffen hat, auf bedeutende zukünftige Begegnungen hindeuten könnte.
Unsere Träume verbinden bewusste und spirituelle Welten. Von jemandem zu träumen, bevor man ihn trifft, könnte eine Botschaft des Universums durch unser Unterbewusstsein sein. Solche Träume, oft lebhaft und tiefgründig, können Hinweise auf Menschen tragen, die eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen sollen. Sie könnten Vorahnungen sein, die uns auf diese wichtigen Begegnungen vorbereiten. Es gibt viele Geschichten von Leuten, die von jemandem träumten und ihn später trafen, worauf sofortige Wiedererkennung und eine unverkennbare Verbindung folgten. Diese Traumerscheinungen könnten das Universum sein, das unsere Seelen miteinander ausrichtet. Und schließlich Zeichen 8, Loslassen der Vergangenheit. Dieses Zeichen markiert einen wichtigen persönlichen Meilenstein, die Fähigkeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Es geht nicht nur darum, vergangene Romanzen zu überwinden, sondern auch darum, alles loszulassen, was uns nicht mehr dient, einschließlich schädlicher Gewohnheiten und toxischer Beziehungen. Kennen unterstrich die Bedeutung des Loslassens von vergangenen Traumata, um spirituell zu wachsen. Wenn man von negativen Einflüssen oder ungelösten Problemen belastet ist, ist es schwer, dem wahren Pfad der Seele zu folgen. Loslassen bedeutet eine tiefgreifende innere Transformation, die anzeigt, dass man nicht nur heilt, sondern sich auch enger an die Reise und das Potenzial der Liebe seiner Seele anpasst. Wenn wir über diese Zeichen sprechen, ist es wirklich spannend zu überlegen, wie sie mit unseren eigenen Erfahrungen übereinstimmen. Siehst du irgendwelche dieser Zeichen in deinem Leben? Lass uns gemeinsam weiter diese Ideen erforschen und herausfinden, wie sie uns zu tieferen, bedeutungsvolleren Verbindungen führen können. Also weiter im Video. Denk mal darüber nach, wie das Loslassen von alten Lasten Platz macht für neue, positive Erlebnisse und Beziehungen in unserem Leben. Wenn wir loslassen ohne Groll oder Bitterkeit, zeigt das echtes persönliches Wachstum. Es beweist eine gewisse Reife und die Bereitschaft, neue Kapitel im Leben zu begrüßen. Dieser Prozess des Loslassens bereitet oft den Weg für die Begegnung mit jemandem, der mit unserem entwickelten Ich in Einklang steht, jemandem, der unsere Lebensreise ergänzt und bereichert. Kommen wir zu Zeichen 9. Bestätigung durch einen Psychiker. Dieses Zeichen hat vielleicht einen mystischen Touch. In der Welt der spirituellen Führung können Psychiker als Mittler der subtilen Botschaften des Universums dienen. Dolores Cannon sah den Wert psychischer Einsichten, um tiefer in die Reise unserer Seele zu blicken. Ein echter Psychiker kann, ihren Lehren nach, Einblicke in höhere Wissensebenen geben und Klarheit über unsere vorbestimmten Pfade und mögliche Seelenverbindungen bieten. Psychiker können unsere Gefühle oder Intuitionen über eine kürzliche Begegnung oder Beziehung bestätigen und darauf hinweisen, dass diese Verbindungen Teil der größeren Geschichte unserer Seele sind. Solche Einsichten können starke Bestätigungen sein und die Idee verstärken, dass das Universum eine Rolle bei der Inszenierung dieser wichtigen Treffen spielt. Und schließlich Zeichen 10, vorherige Bekanntschaft. Hier geht es darum, jemanden aus der Vergangenheit wiederzusehen, wenn das Universum entscheidet, dass die Zeit reif ist. Dolores Cannons Lehren über göttliches Timing und Seelenverträge zeigen dies wunderbar. Sie glaubte, dass unser Leben einem höheren Plan folgt und jede Begegnung, besonders wiederkehrende, einen Zweck in unserer Seelenreise hat. Dieses Zeichen deutet darauf hin, dass Menschen aus unserer Vergangenheit zurück in unser Leben treten können, wenn beide spirituell bereit für eine tiefere Verbindung sind. In Cannons Arbeit gibt es Geschichten von Menschen, die sich kurz in ihrer Jugend trafen und Jahre später wieder zusammenkamen, um tiefgründige Beziehungen zu entwickeln, scheinbar vom Universum geführt. Ein weiteres Beispiel sind Individuen, die sich in verschiedenen Leben begegnen, wobei jede Interaktion ihre Verbindung vertieft und zu einer kraftvollen Wiedervereinigung in ihrem aktuellen Leben führt. Diese Beispiele betonen die Wichtigkeit des göttlichen Timings in Beziehungen. Sie zeigen, dass unsere Verbindungen nicht zufällig sind, sondern Teil eines größeren kosmischen Plans. Manchmal bringt das Universum jemanden aus unserer Vergangenheit zum perfekten Zeitpunkt zurück in unser Leben, was eine Chance für eine bedeutende und seelenvolle Wiedervereinigung schafft. Zusammenfassend sind diese Zeichen nicht nur Zufälle, sie sind wichtige Wegweiser auf unserer spirituellen Reise, die uns zu Verbindungen führen, die mit dem Zweck unserer Seele übereinstimmen. Sie erinnern uns daran, dass das Universum auf vielfältige Weise
in unsere Reise zu Liebe und spiritueller Erfüllung eingebunden ist. Wie Dolores Cannon so treffend sagte, sind wir alle auf die schönste und komplexeste Weise miteinander verbunden. Diese Verbundenheit zeigt sich in der Art, wie das Universum mit uns kommuniziert und uns sanft zu unserem Schicksal führt. Denkt daran, während ihr durchs Leben geht, offen und aufmerksam für diese Zeichen zu sein, vertraut auf den Plan und das Timing des Universums und wisst, dass jede Erfahrung und Begegnung ihren Platz in eurer Reise hat. Wir nähern uns nun dem Ende unserer heutigen Reise durch die faszinierende Welt der Seelenverbindungen und universellen Zeichen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude und Inspiration in unseren Gesprächen gefunden, wie ich sie beim Teilen mit euch empfunden habe. Wenn euch unsere heutige Diskussion berührt oder zum Nachdenken angeregt hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eure Gedanken in den Kommentaren teilt. Eure Perspektiven und Erfahrungen sind das, was unsere Gemeinschaft so besonders und bereichernd macht. Und falls ihr regelmäßig solche Inhalte genießen möchtet, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden über unsere neuesten Erkundungen und Diskussionen. Ein kleiner Klick auf Gefällt mir hilft uns auch, unsere Botschaft mit noch mehr Suchenden und Denkern da draußen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Haltet eure Herzen und Gedanken offen für die subtilen Botschaften des Universums und erinnert euch daran, dass jede Begegnung und jedes Zeichen Teil eurer einzigartigen Reise ist. Bleibt neugierig, bleibt verbunden und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.